So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zum Harry Potter Smart 10. Ich weiß nicht, ob ihr es auch schon mal erlebt habt, sobald Harry Potter Fans ein Quizspiel vorgesetzt wird, sind die völlig aus dem Häuschen und kreischen und rufen und alle wollen alles wissen und also das ist wirklich immer ein Highlight. Und Smart 10 ist jetzt ein Quizspiel, das ich persönlich sehr, sehr gerne mag, das es eben auch mit der Harry Potter Lizenz gibt und das ist ganz interessant, da geht es dann nicht darum, als erster irgendwas reinzubrüllen, am lautesten zu sein, sondern man muss wirklich Dinge wissen. Smart 10 verbindet die Freude am Wissen mit der Freude am Zocken. Hier haben wir nämlich jetzt die Frage, wer ist das? Und da rufen wir nicht einfach alle Namen rein. Nein, wenn ich zum Beispiel dran bin als Startspieler, würde ich sagen, na, ich glaube, das hier ist Harry Potter. Und ich muss schon mal vorweg schicken, ich habe keine Ahnung von Harry Potter. Ich habe da echt wenig von gesehen, ich glaube, gar nichts gelesen. Aber die Antwort wäre richtig, da steht Harry Potter. Also hätte ich jetzt schon mal einen Punkt, super gut. Dann wäre der nächste Spieler dran, angenommen wir würden zu zweit spielen und würde sagen, ja, das hier ist doch ganz klar, das ist Severus Snape. Und dann wäre das eben auch ein Punkt, ne? Steht dahinter, ist also die richtige Antwort. Wichtig, immer vorher sagen, dann rausnehmen, nicht rausnehmen und dann sagen, dann wäre es nämlich einfach. Dann würde ich mal sagen, das hier ist doch bestimmt eine von den Weasleys, das ist Ginny Weasley. Und ja, das ist richtig. Also habe ich jetzt schon mal zwei Punkte. Das ist natürlich super gut. Und dann würde jetzt der nächste Spieler sagen, puh, ich kenne mich bei Harry Potter ungefähr genauso gut aus wie Ben. Das hier ist Lord Voldemort. Oder der, dessen Namen man nicht sagt. Ich weiß, da hat ganz die Panik. Und wir sehen, es ist Xenophalius Lovegood. Wäre also falsch. Und damit hat dieser Spieler jetzt alle Punkte in der Runde verloren. Das heißt, er kriegt einfach 0 und ist raus und darf auch keine Antwort mehr geben. Ich als totaler Pro könnte jetzt sagen, okay, ich kenne auch fast keinen mehr, aber den hier kenne ich aus irgendeinem Harry Potter Spiel. Das ist doch bestimmt Draco Malfoy oder wie auch immer man ihn ausspricht. Ist richtig. Und jetzt sage ich, okay, geil, ich habe 3 Punkte mehr, als ich in so einem Harry Potter Quizspiel jemals erwartet hätte. Ich höre mal lieber auf. Ne? Und dann sind wir alle ausgestiegen. Jetzt kann man natürlich trotzdem weiterraten. Jetzt, wo es um nichts mehr geht, können die Leute trotzdem noch reinrufen, was sie denken. Oder man spart sich das fürs nächste Mal auf. Das heißt, ihr wisst das ja sicher alle schon. Das hier ist Garrick Ollivander, das hier ist Bathilda Bagshot, hier haben wir Bellatrix Lestrange, hier haben wir Mundungus Fletcher und hier unten ist Rufus Strimgout. Gut, na jetzt würde man die Punkte markieren, der andere Spieler hätte 0 Punkte, ich hätte jetzt 3 Punkte, würde die hier markieren, sobald der erste Spieler oder das erste Team insgesamt 15 Punkte hat, ist das Spiel zu Ende. Und dann ist auch wieder wichtig, bevor man jetzt die Frage wechselt, muss man diese Marker hier wieder reinstecken, weil ansonsten sieht man natürlich gleich die Antworten. Und dann, das ist ein bisschen tricky, aber dafür kann man diesen Kasten halt wirklich überall mit hinnehmen. Das ist super als Reisespiel, das kann man in der Warteschlange spielen, wenn man mit dem Auto in Urlaub fährt. Also wirklich richtig gut gemacht. Zieht man das hier einfach raus, dann muss man das hier so ein bisschen festhalten und das hier nach unten rücken, damit da nicht irgendwie Antworten rausrutschen. Und dann gibt es jetzt eben die Fragen, wer? Und auch da wird jetzt einfach der nächste Spieler Startspieler und müsste die Antwort geben, bevor er das Ganze rauszieht. Das heißt, wer erbricht Schnecken, wer bändigt schließlich die Wichte, wer schickt Ron Weasley einen Heuler, wer schickt seinen eigenen Sohn nach Azkaban, wer gibt Harry die Karte des Rumtreibers, wer vergraut die fette Dame, wer wird von einer Alraune gebissen, wer repariert Harrys Brille, wer verbirgt sich unter Quirrells Turban, ist der Schaffner im fahrenden Ritter und ja, ich wüsste davon jetzt ehrlicherweise gar nichts, aber nur am Anfang kann man ja immer irgendwas sagen, weil ich kann ja, ne, 0 Punkte kann ich nicht verlieren, vielleicht habe ich ja Glück und finde die richtige Antwort und es würde halt auch so laufen. Ich sage erst die Antwort, ich sage hier zum Beispiel Ron Weasley, würde das dann rausziehen, oh, es ist sogar richtig, das war jetzt wirklich geraten. Also diesen Punkt würde ich jetzt auf jeden Fall nehmen in der Runde, weil mehr wüsste ich nicht und das wäre wirklich jetzt alles nur noch raten. Und dann würde man halt auch wieder so lange spielen, bis entweder alle Spieler ausgestiegen sind oder, wie das bei richtigen Harry Potter Fans wahrscheinlich bei allen Fragen der Fall sein wird, bis alles aufgedeckt ist. Dann würde man die Karte hier wieder nach hinten tun und da ist auch wichtig, die sind doppelseitig. Das heißt, wenn ihr hier eine Frage nochmal seht, weil ihr halt die ersten 50 Fragen durchgespielt habt, dann dreht ihr das Ganze einfach um und habt dann halt noch mehr davon. Na, hier geht es jetzt zum Beispiel um Farben. Welche Signaturfarbe hat Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin, der Stein der Weisen, Flohpulver im Feuer, Dodos, Umbridge, das Haar der Weasleys, Einhornblut, die Schuluniform von Beauxbatons oder wie auch immer man das ausspricht. Und dann müsste man halt auch hier jetzt die Farbe sagen, keine Ahnung, Gryffindor vielleicht gelb und würde das hier raus, okay, es ist rot und sieht das dann auch gleich farblich unterlegt.
Ja, das wäre so eine Art der Fragen. Und dann hätten wir hier zum Beispiel noch als weiteres Beispiel, ne, ist kein Zauber für einen unverzeihlichen Fluch, ne, Expulso, Vulnera, Sanentur, Crucio, Petrificus, Totalus, Geminio, Reducto, Imperio, Avade, Kedava, Kedavra, Confringo und Sectum Sempra. Ne? Und auch da geht es jetzt nur darum, die richtigen Antworten zu finden, wo ein Haken hinter ist, nicht die rauszufinden, wo ein Nein hinter ist. Oder es gibt zum Beispiel auch solche Fragen hier. Wie viele? Und dann stehen da halt Zahlen drunter. Ne? Wie viele Kinder haben Ron und Hermine? 8, keine Ahnung. Okay, es sind 2. Und da muss ich halt auch dann immer die richtige Zahl sagen, bevor ich das Ganze rausziehe. Dann bekomme ich halt einen Punkt. Ne? Oder wir hatten auch solche Fragen hier, die sich dann ein bisschen mit den Leuten außerhalb des Harry Potter-Universums beschäftigen, beziehungsweise mit den Leuten, die halt wirklich die Charaktere spielen. Ne? Wer spielt diesen Charakter in der Filmreihe? Da wüsste ich jetzt auch so 2, 3 von. Oder als letztes vielleicht noch sowas hier. Ne? Gehört zu welcher trimagischen Aufgabe? Zur ersten, zur zweiten, dritten oder weder noch? Damit könnte ich jetzt auch wieder gar nichts anfangen, aber richtige Harry Potter Fans wüssten da wahrscheinlich Antworten drauf und da habt ihr ja wirklich jede Menge Fragen. Wie gesagt, habt noch 2 Seiten davon. Da kann man sich wirklich hinsetzen, ne? Man spielt so bis 15 Punkte. Das heißt so, ich sag mal, 4 bis 7 Karten im Schnitt und dann sollte man, also meistens macht man in dem Spiel auch einfach noch weiter, wenn man durch ist, spielt man einfach noch ein paar Karten durch, einfach weil man so neugierig drauf ist, weil das Spielprinzip so viel Spaß macht, ne? Hier an der Seite muss man einfach gucken. Mit ein bisschen Übung kriegt man das auch mal wieder gut rein oder man lässt es halt komplett draußen, während man es spielt und achtet einfach so darauf, dass die Karten nicht rausfallen. Und ja, das ist dann einmal Harry Potter Smart 10. Wie gesagt, die Fragen sind ganz unterschiedlich. Ich habe das Ganze auch schon gestreamt. Da meinten auch ein paar Zuschauer so nach den ersten 1-2 Fragen, puh, das alles ist, brauche ich das auch nicht, weil das doch alles sehr einfache Fragen waren. Und später kamen dann so ein paar Sachen, wo sie meinten, okay, nur da muss man schon ein bisschen was wissen und teilweise auch nicht alle Antworten wussten. Also, ne, das ist Harry Potter Smart 10 und wie gesagt, das kommt zwar in dieser großen Schachtel daher, eigentlich braucht ihr aber nur diese eine kleine Box. Mit der könnt ihr das Ganze dann spielen. Ihr könnt euch auch Erweiterungspacks dafür holen. Es gibt zum Beispiel sowas wie Food and Drink oder History oder einfach neue Fragen. Die sind dann eben auch mit dieser Box kompatibel und ihr könnt dann damit auch einfach spielen. Das originale Smart 10 ist auch ein sehr, sehr gutes Spiel und das Family Smart 10 ist auch gut geeignet, um das mit halt der ganzen Familie zu spielen. Da könnte auch mein 8-jähriger Neffe Max ohne Probleme mitspielen. Und das war dann einmal mein Video zum Harry Potter Smart 10. Wenn ihr es euch zulegt oder es irgendeinem Harry Potter Fan schenken wollt. Ich glaube, es ist das beste Spiel, das man einem Harry Potter Fan schenken kann. Zumindest, wenn man wirklich alles gelesen hat, alles gesehen hat, dann ne, kann man auch die meisten dieser Fragen beantworten oder nimmt das vielleicht sogar als Anlass, um das Ganze nochmal zu lesen, gucken oder zu hören. Dementsprechend sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Das war's von mir. Bis bald und tschüss.